Tage der offenen Ateliers 2011 in Niederösterreich. Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen alles, was bildende Kunst in Niederösterreich zu bieten hat. Es ist besonders schön für mich, dass auch das Land Niederösterreich von Beginn an zu diesem Projekt gestanden ist. Schlicht und einfach durch die Tatsache, dass es die Tage der offenen Ateliers finanziert, dass sie zugelassen werden, dass sie möglich sind. Und ein klareres Statement gibt es einfach gar nicht. Es ist uns darum gegangen, den zahlreichen, den sehr vielen bildenden Künstlerinnen und Künstlern in Niederösterreich eine gemeinsame Plattform zu geben, wo man gemeinsam auftreten kann und gemeinsam zeigen kann, welche Bandbreite bildende Kunst in Niederösterreich ist. Und es ist schön, mit dem Land Niederösterreich einen Partner zu haben, der das auch versteht und lebt. Ich bin noch ins Waldviertel gezogen, weil die Menschen da anders sind. Es ist das Leben da anders. Die Menschen sind da eher Phlegmatiker, sage ich mal. Sie können mit Extremen gut umgehen. Vor 100 Jahren waren es die Dämonen und die Geister. Heute sind es die Künstler, mit denen was fertig werden müssen. Es sind viele Künstler da bei uns im Waldviertel. Sehr große Künstler haben da sich niederlassen und um in Ruhe zu arbeiten. Es ist einfach inspirierend und schön. Es gibt verschiedene Sachen, was mich inspirieren. Aber dann beim Arbeiten brauche ich dann oft ganz laute Musik. Ich mache also viel mit geometrischen Zeichen, die in Metall und in Beton ausgeführt werden. Das ist der eine Teil und der andere große Teil ist Schwarz-Weiß-Fotografie. Also entstehen tut sie meistens hier oder hier und arbeiten durch eigentlich überall im Haus. Dann gibt es eine Werkstatt, in der dann die Dinge umgesetzt werden. War dann die Entscheidung, einfach ins Waldviertel zu gehen und mir da ein Atelier auszubauen, weil mir taugt dieser Platz einfach für meine Arbeiten und für meine Figuren und es ist einfach was Erdiges und meine Damen sind durch diesen breiten Hintern. Mein kleiner Bruder hat einmal gesagt, die haben einen Arsch wie eine Wurstsemmel um 500 Schilling. Also durch ihre Formensprache sind sie einfach schon sehr erdig und passen in so ein altes Gemäuer einfach ganz gut. Wir arbeiten beide hier im ehemaligen Konrad-Lorenz-Meeres-Aquarium. Stellen die Sachen da aus, aber arbeiten tue ich oben im Wohnhaus. Es ist schwer, über die eigenen Sachen zu sprechen. Ich glaube, das ist besser, wenn das mir anderer macht. Da tut mir eigentlich sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man sich so einordnet, wo man sich da nicht einengt. Ich arbeite einmal eben an den Sitzmöbeln und einmal mache ich Skulpturen, einmal mache ich kleine Sachen, winzige Sachen, Schmuck, einmal mache ich riesige Sachen. Das ist sehr verschieden eigentlich, so nicht ständig hin und her, aber das wandert so langsam auf einmal, wenn ich ein paar solche Sesseln gemacht habe, höre ich wieder auf und dann mache ich wieder was anderes. Wenn ich sehe, ich würde stecken bleiben sozusagen, kann ich das stehen lassen und mache woanders weiter. Das war einmal praktisch die Wohnung meiner Eltern. Das war ein Zweifamilienhaus und ich habe das umgebaut in ein Atelier. Ein Bild ist bei mir nie fertig. Das ist fertig, wenn es verkauft ist oder sonst irgendwie meinem Zugriff entzogen ist. Weil ich muss immer dran um und um tun. Dass Kunst doch eine Bereicherung des Daseins sein kann, das ist durchaus positiv.
Das halte ich schon für wichtig. Für mich ist Kunst ein Handwerk. Und darum nenne ich auch meine Werkstatt Werkstatt und jetzt nicht Atelier. Also wie ein anderer halt seiner Arbeit nachgeht, gehe ich meiner Kunst nach. Also für mich ist es ein Handwerk, wo du wirklich reingehen kannst und ein Arbeitsprozess siehst. Es setzt nicht nur auf Leinen, sondern wirklich auf Metall, auf Holz, auf Möbelstücken, whatever. Das ist so eine Bandbreite und das ist das, was Spaß macht. Das macht echt Spaß. Ja, ich habe hier begonnen und habe modelliert. So wie es halt bei den Bildhauern ist, modelliert für Bronzegüsse. Und da ist dann da bei der Tür hereingekommen ein kleiner Bub und hat gesagt: Für was tust du das nachbauen? Schwarzt das zusammen? Und da haben wir gedacht: Eigentlich hat der Bub recht. Und dann bin ich zum Schweißen gekommen, habe einmal das Schweißen gelernt. Und ja, und dann habe ich halt, dann ist es immer mehr geworden, die Figuren, die Plastiken sind immer größer geworden. Ich bin Elfenbein- und Bernsteinbildhauer. Das ist mein Beruf, mein Erlernter. Und da zieht es einem dann immer wieder zurück. Ja. Und jetzt schleife ich halt den Bernstein und fotografiere den Bernstein bis in die Mikrowinkeln hinein, also was fast noch niemand dort war. Eigentlich nur studiert habe ich Malerei und die Bildhauerei ist erst später hinzugekommen. Ich bin sicher mehr Maler als Bildhauer, wobei Bildhauerei schon eine große Leidenschaft ist. Naja, ich bin da gelandet, wie das Leben halt so spielt, durch Zufälle eigentlich. Und für mich das Angenehme ist, dass das eine Veranstaltung ist, die überregional beworben wird, dass ich als Künstler jetzt nicht so sehr mich darum kümmern muss, um irgendeinen Versand von Einladungen oder Pressearbeit. Ich nehme einfach teil und ich nehme mich selber zurück mit meiner Arbeit. Und das Atelier ist ein Wochenende lang offen. Und das ist schon der zweite positive Aspekt. Das Atelier wird mindestens einmal im Jahr aufgeräumt. Der Standort, wo wir sind, ist die Malerei am Bahnhof in St. Leonhard am Forst. Wir haben lange gesucht nach einem passenden Atelier da im Mostviertel, weil wir einfach vom Stadion aufs Land zurückgegangen sind. Und wir haben den Bahnhof übernommen von einer Künstlergruppe namens Gleis 3. Ich habe angefangen mit klassischer Ölmalerei, habe studiert an der Universität Wien beim Christian Attersee. In Wirklichkeit meine Momente, die ganz intensiv sind, nach denen suche ich und deswegen ist wahrscheinlich alles, was ich mache, so unterschiedlich. Kunsthaus und Skulpturnaturgarten am Fuße des gewaltigen Buschberges im Weinviertel. Also das Atelier ist ein 150 Jahre altes Gasthaus. Und was mich fasziniert hat, was ausschlaggebend war, dass ich der Herzog war, war einerseits der toskanische Charakter vom Weinviertel, dann die riesigen Eichenwälder, das für einen Holzbildhauer natürlich fantastisch ist. Mein Einstieg war die Rockmusik, dann ist Dichtung gefolgt. Eine habe ich gemalt und dann habe ich Holzskulptur gesehen und ich habe gewusst, das ist mein Leben. Irgendwann sehe ich das Wesen, das da drinnen steckt und der Rest ist dann sehr viel Schwerarbeit. Ja.
Aber das Fantastische ist, dass das Holz eigentlich ein Lebewesen an sich ist. Und das Holz schenkt einfach den Menschen vom Sauerstoffschatten, Erholung, Möbel, Brennholz, es schenkt den Menschen so viel. Und Skulpturen zum Beispiel. Also Holz schenkt ja auch Skulpturen. Das ist einfach begreifbare Kunstskulpturen. Man darf greifen, man soll greifen. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn man diese Lebewesen dann erwecken darf. Ja. Ateliers ist auch das ganze Dorf immer so ein Tag, wo sie einfach wieder schauen kommen können. Also wo sie schauen, aha, was gibt es Neues und was haben sie schon wieder gemacht und wer ist da. Und das taugt dann auch recht. Und mir natürlich sowieso. Das ist ganz schön, wenn die dann alle vorbeikommen. Das ist sehr positiv, dass auch jüngere Künstler die Chance haben, dabei zu sein und sich ihre Welt zu präsentieren. Ich bin begeistert, weil ich finde, es ist so eine Brücke zwischen den Kunstinteressierten und den Künstlern. Ich mache nicht mit. Ich mache ja gar nicht mit. Mir hat meine Kollegin angemeldet. Die hat ganz einfach gesagt, da kannst du dich nicht ausschließen, da musst du mitkommen. Es wird gekocht, es wird Wein geben, es wird Kunst anzuschauen sein. Also es soll ein Gesamtkunstwerk sein. Ich finde es total wichtig, dass es sowas gibt. Tage der offenen Ateliers. Die Leute haben einen Zugang, wo arbeitet sie, wie arbeitet sie. Und ich finde es einfach eine tolle Sache, wo du wirklich reingehen kannst und einen Arbeitsprozess siehst. Also ich finde das einfach eine grandiose Idee, dass man Kunst dort zeigt, wo sie entsteht. Den Ort begegnen darf, der ja den Künstler auch inspiriert. Also der Ort wirkt im Schaffen mit. Ich bin sehr erstaunt, wie großes Echo und Anklang das eigentlich findet. Ja, und es ist auch eine schöne Gelegenheit, dass die Künstler sich untereinander kennenlernen. Also es vernetzt, das Volk verliert die Angst vor den Künstlern. Das sehe ich eigentlich als eine der wichtigsten Facetten, dass man die Berührungsangst zu Künstlern verliert durch die offenen Ateliers. Dass man sieht, das sind ja auch halbwegs normale Menschen. Also, vergleichsweise. Huch, ich kann mir vorstellen, dass man sich da schwer, sehr, sehr schwer tut. Ein abhanden gekommenes Verständnis für Kunst und Kultur wiederherzustellen, sozusagen. Es kommen viele zu uns her, die dann die stellen dann auf einer Frage. Die verstehen es zwar nicht, aber es ist irgendwie faszinierend. Es ist eine andere Welt. Und etwas Schöneres gibt es eigentlich in dem Sinn, sozusagen, dass man das aufbaut langsam. Thank you.